Thomas Kemmerich hat ja jetzt angekündigt, sich aus dem FDP-Bundesvorstand zurückzuziehen. Das ist wahrscheinlich auch konsequent. Also wahrscheinlich gehört er wirklich eher in die AfD. Es drängt sich doch der Verdacht auf, dass der in der FDP nicht so richtig gut aufgehoben ist. Genauso wie Boris Palmer nicht so richtig zu den Grünen passt. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte ja mit diesem markanten und etwas forschen Corona-Statement auf sich aufmerksam gemacht. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ja, und da ist es dann auch nicht so wirklich wichtig, sich zu bemühen. Alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Vielleicht sollte man auch beim TÜV demnächst immer nachfragen. Ihre Bremsen sind kaputt, aber sind Sie krank? Aha. Und wie alt? 71. Nee, dann ist kein Problem. Hier die Plakette. Kein Thema. Kann man doch machen. Warum nicht? Man stirbt ja auch nicht an einem Verkehrsunfall. Man stirbt ja mit einem Verkehrsunfall. Klar, man stirbt an inneren Blutungen, aber nicht an einem Verkehrsunfall. Viele Grüne würden Boris Palmer gern loswerden. Bei der FDP wiederum gibt es einige, die ihn aufnehmen würden. Die FDP Baden-Württemberg hat ihm ein Angebot gemacht, aber Palmer hat abgelehnt. So leicht werden die Grünen ihn dann wohl doch nicht los. Die SPD kann ein Lied davon singen. Die SPD wiederum versucht ja seit Jahren, Thilo Sarrazin auszuschließen. Und Hans-Georg Maaßen wirkt bei der CDU auch zunehmend deplatziert. Ich frage mich, ist das einfach nur der Quertreiber Comedy Club? Oder steckt vielleicht sogar mehr dahinter? Ist es vielleicht eine ganz, ganz große Geschichte, eine Verschwörung, ein gemeinsamer Plan? Ich sage nur so viel. Das ist auf jeden Fall Stoff für ganz großes Kino. Tobias Döll. Action! Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos neuem Meisterwerk. Das Remake von Pulp Fiction ist eine aberwitzige Geschichte um vier verrückte Politiker in einem irren Wettstreit darum, wer seiner eigenen Partei den größten Schaden zufügen kann. Der Titel: Spalt Fiction. Ja, die vier lernen sich bei einem Treffen anonymer Egomanen mit übertriebenem Geltungsdrang kennen. Nach einer durchzechten Nacht schließen sie eine Wette ab. Wer als Erster aus seiner Partei fliegt, der gewinnt. Und zwar zwei Huba-Buba und eine Packung Trill-Vogelfutter. Was als harmlose Wette beginnt, entwickelt sich, typisch Tarantino, zu einem politischen Amoklauf. Um ihren Rauswurf zu provozieren, lässt Tarantino seine Hauptdarsteller bis ans Äußerste gehen. Sarrazin schockiert die SPD mit rechtspopulistischen Büchern. Maaßen schockiert die CDU mit rechtspopulistischen Parolen. Ich bin damals nicht in die CDU eingetreten, dass gleichwohl 2,07 Millionen Asylsuchende oder überspitzt formuliert 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Palmer schockiert die Grünen mit rechtspopulistischen Tweets. Und Kemmerich schockiert die FDP, weil er sich von Rechtspopulisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt. Viele Leute fragen mich, wieso die alle nur nach rechts driften. Da kann ich nur sagen, der Film spielt in Deutschland, verdammt. Was habt ihr erwartet? Und immerhin habe ich am Ende noch die Corona-Eskalation eingebaut. In der Tat nimmt der Film im letzten Drittel noch einmal Fahrt auf, als Palmer über den Sinn von Corona-Beschränkungen faselt. Ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Der Höhepunkt des Films ist allerdings der Auftritt des trotteligen FDP-Manns Kemmerich auf einer irren Anti-Corona-Demo. In diesen Worten steckt im Grunde die ganze Message des Films. Übrigens, wir mussten die Szene 50 Mal drehen und dieser Take war davon noch der beste. Ob überhaupt mal einer der vier aus seiner Partei fliegt, erfährt man in diesem Film leider nicht. Dafür wird man am Ende mal wieder mit einer typischen Tarantino-Tanzszene entschädigt. Habt ihr gesehen, wie der Palmer tanzt? Krasse Scheiße. Da kann John Travolta einpacken. Spalt Fiction. Jetzt im Kino.